erzähl doch mal kurz. Stell mir eine Frage. Was du gerade erzählt hast, die Leute da geräumt wurden, die saßen. Ja, also es fing an, am 15. Oktober war ja der erste weltweite Occupy-Tag so ausgerufen. Ja. Wir sind auch in relativ unbedarft und ich habe so standardmäßig so ein bisschen Sanitätszeug eingepackt gehabt. War super Demo, wir sind auf den Reichstag dann zugerannt und es waren total viele und die ersten Leute wurden erst mit Pfefferspray so weggesprüht. Da standen halt auch irgendwie 8 Polizisten, ein paar tausend Leuten gegenüber. Gut, die hatten vielleicht einfach Schiss oder so. Ja. Aber am Abend, als wir unsere 3 Strandmuscheln da stehen hatten und später nochmal irgendwie 2 Zelte und als dann irgendwie Leute drumherum saßen, dann sollte geräumt werden. Das ging, glaube ich, 23.30 Uhr los mit der Räumung. Es waren so Flutscheinwerfer. Und dann sind erstmal Polizisten und haben Glasflaschen auf den Boden zerschlagen, dass der Boden voller Scherben war. Und dann haben sie Leute einzeln rausgegriffen. Manche Polizisten haben das sehr, ich sag mal so, fast schon rücksichtsvoll gemacht. Die haben die Leute behutsam genommen und haben die rausgetragen. Andere haben die Leute so gezogen und die sind dann auch da durchgezogen worden, wo die Scherben lagen. Und das ist einfach nur ein glücklicher Zufall, dass nichts passiert ist. Weil die Jacken vielleicht zu dick waren, weil vielleicht die Scherben nicht richtig, keine Ahnung, aber es war einfach richtig doof so, ja. Und es waren so 4, 5 Polizisten dabei, die haben gewaltig reingeschlagen, die waren auch total aggressiv. Ich habe da Sanitäter gemacht, reihenweise Augen ausgespült, einen Haufen Wunden, Leute, die hier komplett blau geschlagen waren. Polizisten hatten auch diese Handschuhe mit Quarzsand oben drin an. Was der letzte Polizeipräsident gesagt hat, gehört sich nicht, weil damit verletzt man anderes keinen Schutz für den Polizisten selbst. Sie dürfen sich ja nur schützen und nicht verletzen. Ja. Und was mir aber seitdem immer noch durch den Kopf geht, was mich auch echt aufbringt, ist, dass die Wahl der Mittel völlig unverhältnismäßig ist. Es war arschkalt. Es war völlig klar gewesen, dass morgens um 5 dann nur 30 Leute sitzen. Aber stattdessen räumt man so brutal ab, wenn Menschen da sitzen. Und auf der anderen Seite jammern sie immer, die Leute gehen nicht zu den Wahlen, keiner beteiligt sich an Demokratie, die Parteien haben immer weniger Mitglieder, wer macht denn hier noch mit? Ja? Zugleich stellt sich irgendwie Wulff, aber auch Nahles vor die Presse und erzählen sowas von wegen, das Parlament ist der Ort, wo demokratisch diskutiert und entschieden wird. Hahaha, die haben einen Job zu machen, das sind unsere Repräsentanten. Ich brauche sowas nicht, ja. Aber die müssen doch mit den Menschen reden und nicht untereinander die Entscheidungen treffen. Es geht ja nicht um Mehrheiten im Parlament, sondern Mehrheiten der Bevölkerung. Das ist doch völlig absurd, was sie da tun. Und mir fällt halt auf, dass die oftmals Polizeiaktionen unverhältnismäßig sind. Wir hatten jetzt 3 gute Monate, das war ziemlich locker mit der Polizei, gute Gespräche. Aber so Aktionen wie jetzt zeigen auch, wir können es auf nichts verlassen. So. Und was mir aufgefallen ist, noch anderes, eine junge Frau, die habe ich zum 4. Mal die Augen ausgespült, ist auf allen 4 zurückgekrabbelt, um wieder den Platz zu besetzen am 15. Oktober. Und das war ihre erste politische Aktion und seitdem ist sie dabei. Und es hat den gegenteiligen Effekt, es verschreckt die Leute nicht, es macht sie nur noch entschlossener. Und was ist mit den Leuten passiert, wo es nicht so lustig war? Also 2 davon, ich würde den gern nennen, aber mache ich nicht. Die wurden einfach von der Polizei schwer verhaftet, also durch Gewalt verhaftet, wurden teilweise geprügelt und festgenommen. Und jetzt sie bewegen sich ein bisschen, sie ändern die Haftlocation, damit die Leute nicht den unterstützen können. Das passt ja gerade. Und es ist einfach ganz typisch, was wir sind ziemlich sehr zufrieden, weil das war in der Öffentlichkeit gemacht. Es gab viele Zuschauer, einfach Reisende, Passanten und vielleicht das hat auch mit den Situationen geholfen. Also. Ist den Leuten, die verhaftet wurden, irgendwas so was passiert, dass sie ins Krankenhaus müssen? Das ist schwer einzuschätzen, weil es bedeutet, wenn man blutet, man muss nicht bluten, wenn es schwer ist. Natürlich bei einer, das ich persönlich gesehen habe, es war ziemlich heftig. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall blaue Flecke hat. Ob er in ein Krankenhaus gehen soll, ist schwer zu sagen. Möchte auch dazu sagen, es geht nicht darum, ob da Polizist draufsteht oder nicht, auf der Uniform oder wo auch immer. Derjenige, der anderen Schmerzen zufügt, ist für mich der Straftäter.
das ist mein Statement für heute. Dankeschön. Not professional, meaning animal. I'm very angry on the way they act. I used to hear and I saw some many times they are professional. Weil es gefährlich ist und die Straße wieder freigegeben werden sollte, sollten wir wohl hinter die Bühne gehen, die gerade abgebaut wurde. Und dann sind wir dahinter gegangen. Die Polizei hat uns versichert, wir können da bleiben. Aber es war ja dann doch nicht so. Dann war noch mein kleiner Bruder mit dabei bei der Demonstration, was ganz wichtig war. Der ist 11 Jahre gewesen oder ist immer noch 11 Jahre. Und dann ging es los und ich habe das Zelt festgehalten, symbolisch. Und dann hat man mich weggezerrt. Die Zeltstange ist dann rausgerissen, weil ich die so doll festgehalten hatte. Und mich dann halt auf den Boden geschmissen. Ich wollte halt mich nicht, oder denen nicht helfen, mich wegzutragen, sondern habe mich einfach schwer gemacht und liegen lassen. Dann haben sie mich über den Boden geschleift, wo noch Glasscherben lagen. Also es war alles, mich haben sie ausgezogen fast. Die Jacke haben sie mir fast abgezogen. Dann sind wir in den Wagen gekommen und mein kleiner Bruder war alleine. Ohne mich und meine Mutter und die Polizisten haben ihn einfach irgendeiner fremden Person gegeben und gesagt, ja, kümmern Sie sich drum. Und das ist ja jugendrechtlich gar nicht möglich, also dürfen sie ja nicht. Und das war eigentlich der springende Punkt. Mal, warum wir es nicht verstehen, dass wir jetzt Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgewogen bekommen, aber die eigentlich Ich habe die Fehler gemacht, weil sie eben meinen Sohn, meinen kleinen Sohn nicht zu uns gelassen haben. Hätten sie eigentlich nicht machen dürfen. Also die hätten den zu mir bringen müssen, rein rechtlich, habe ich mir so sagen lassen. Und hat die Polizei jetzt eine Anzeige bekommen von euch? Nee, haben wir nicht gemacht, weil ich stehe nicht so auf Anzeigen. Wühlt auch so viel auf und das will ich eigentlich nicht. Vielleicht hätte ich es machen sollen, vielleicht mache ich es auch noch. Jedenfalls wir haben jetzt beide eine Vorladung bekommen, dass wir beschuldigt sind. Okay, die Kamera läuft. Action, go! Okay, wenn man von Gewalt redet, hat man heute gerade das Beispiel sehen können. Friedliche Demonstranten, unbewaffnete Demonstranten, die friedlich auf dem Boden waren. Und von wo kam die Gewalt? Man hat sie ja heute sehen können. Die Gewalt ist immer wieder käuflich, man kann die kaufen. Und es gibt immer wieder Leute bereit, für dieses gekaufte Gewalt auch Gewalt auszuüben. Heute hast du gesehen, mein Thema war heute auch hin und zu wieder der Polizei zu sagen, hallo Jungs, diese Leute sind auch für euch da, okay? Und manche haben es auch verstanden, hat gesehen, es gab Leute, die ziemlich friedlich waren. Aber du hast auch in der Polizei gesehen, dass es da frustrierte Köpfe gab, die einfach gewaltgeil sind. Die einfach gewaltbereit sind. Beste Beispiel habe ich selbst erlebt. Du hast mit einem Typen gesprochen vorhin, so ein 2 Meter Typ. Der Typ, ich war total ruhig, der hat immer versucht, mir Aua zu machen. Das ist so, obwohl ich ihn sehe, tue ich jetzt irgendwelche Gewalt hier, aber er hat immer wieder zugehauen. Deswegen habe ich gesagt, pass auf diesen Polizisten, der ist gewaltbereit. Das war hier jetzt vielleicht nur ein 10%. Die anderen haben sich ziemlich friedlich benommen, hat man gesehen. Aber ein Teil ist einfach, ich finde es einfach eine Schande, dass wir Leute sind, die was für eine bessere Welt machen wollen, dass wir immer irgendwie als irgendetwas hingestellt werden, das wir gar nicht sind. Wir sind für alle da. Heute nochmal klar, ich finde das sehr ungerecht, uns wie irgendwelche Kriminelle zu behandeln, weil die Kriminellen, weiß man ja schon, wo die Kriminellen sitzen. Und wenn man den Bundestag sieht und die Toiletten vom Bundestag sieht, von 25 Toiletten, die der Bundestag hat, haben 23 Koksreste. Okay? Das heißt, das sagt eine Menge, was in diesem Land hier abgeht. Man sagt auch schon, dass Deutschland das 6. korrupteste Land der Welt ist. Wir reden immer von Italien, die Mafiosis von Italien. Aber die Mafiosis von hier, Nonnenmacher, Yachtfeld, hier die Kohl, der Kohl-Clan hier, die hier die Wiedervereinigung für ein Apfel und Ei gemacht hat. Ich meine, man kann nicht die Frust immer auf Leute, die was für ihre Rechte machen wollen, immer raufhacken. Und ich bin froh, dass es nicht eskaliert ist. Ich bin froh, eigentlich bin ich nicht ganz froh, weil wir haben noch einen, der festgenommen worden ist. Und auf den warten wir noch. Ich hoffe, dass er hat ja nichts getan. Wir hoffen, dass er auch rauskommt. Und ich will einfach nur sagen, wir sind friedliche Menschen.
Wenn wir nicht friedlich wären, dann wären wir hier ganz anders hier. Und dann wäre hier schon längst die Party passiert. Also bitte an alle Menschen, macht mit, weil diese Leute auch für euch da sind. So. Und, ja, und macht die Welt, wie sie dir gefällt, bitte. Und wach auf. Wir haben Kriege. Also ich konkret mache gerade in verschiedenen Projekten mit. Ich bin Lehrer, Kunstlehrer, und mache die Tachras Art Akademie in Berlin, in der Oranienburger. Und ich bin Lehrer für junge Leute, ich arbeite hier. Ich will auch lernen von jungen Leuten. Und ja, wir müssen zusammenkommen. Es kann nicht so weitergehen. Die Welt, wir haben jetzt Kriege. In den nächsten 2-3 Monaten geht es richtig los. Es gibt hier Leute, die wirklich auf Krieg stehen und wieder zerstören müssen, um wieder Kapital herzustellen. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie viel Geld wir im Zweiten Weltkrieg ausgegeben haben für Krieg, heute würden wir im Wohlstand leben. Das ist so. Und das kann doch nicht sein, dass sie jetzt wieder Kriege brauchen, um wieder irgendwie Ökonomie zu schaffen, damit wieder Kinder, es kann nicht weitergehen, bitte. Hört auf, wir sind friedliche Menschen. Wir sind hier für Frieden, für eine bessere Welt. Und stellt uns nicht immer irgendwie in eine Ecke, nur damit ihr euch rechtfertigen könnt, dass es immer wieder Bös und Gut gibt. Die Bösheit läuft mit Krawatte. Das eine ist ja, ob man alles sagen darf. Naja, also im Vergleich kann man das hier schon so ein Stück weit. Das andere ist, ob es nicht so organisiert ist, dass es gar nicht mehr gehört wird. Ich würde vorschlagen, dass wir alle Polizisten, Occupisten, rumstehen, einladen, später mit uns zusammen, im RAW-Tempel, zu tanzen und zu reden.